So Z. Ach, du meinst, oder meinst du Audio? In die Tram Audio, glaube ich, meinst du, ne? Was im Oktober jetzt dran rauskommt. War das schon gedruckt? Warum kann ich das nicht drucken? Hä? Action? Action! Nee, warte mal kurz. Warum kann ich das nicht drucken? Grad hat es draußen sehr wie heute. Habe ich schon gedruckt? Nee. Z-Audio. Doch, Z-Audio. Ach da, 50.000. Okay. Oh, okay, alles klar. Entschuldigung. Entschuldigung, habe ich übersehen. Da war jetzt betriebsblind. Hä? Ich konnte das nicht herstellen? Die... Wir haben doch mehr als genug Kapazität. Wir schaffen 1,5 Millionen Exemplare im Monat. Kriegen nicht ganz so viele raus. Da müssten wir vielleicht auch mal anpassen noch. Bei den Kurieren brauche ich noch mal ein paar. Vor allem, ich sage jetzt mal die Nachtkuriere. Die um 0 Uhr kommen, erhöhen wir mal. Und die um 2 Uhr auch noch mal. Damit dann in der Früh gleich wieder Platz ist im Lager. Das ist abgebrochen, echt? Das war mir jetzt zumindest nicht bewusst. Ui, die wird gut, du. Lego Mio wird die gut. Bei Audio sind 900 Bugs schon draußen. Die müssen wir halt nicht mehr supporten, ne? Das ist halt cool, ne? Wenn die Bugs draußen sind, die müssen, und hier auch 100 Bugs schon draußen. Speditionsunternehmen. Ja, nein, manchmal schon. Manchmal sind wir auch Speditionsunternehmen, ne? Hilft ja nichts. Dafür haben wir ja unsere Druckanlage gebaut. Und die ist ja mega, mega gut, ne? Also die Druckanlage, die hat ja Power. So, wie viel können wir jetzt abtransportieren? Wir können fast den gesamten Druckauftrag abtransportieren. Wir haben einen ganz leichten Überschuss im Druck. Aber, naja gut, wie gesagt, wir müssen es auch ausnutzen. So. Okay. So, wir müssen dann aufpassen. Den Support können wir für Z2D Edit können wir abbrechen. Das scheint wohl nicht zu klappen irgendwie. So, ZOS 1 brechen wir ab, sobald wir ZOS 2 rausbringen, ja. Und danach geht ja sowieso erstmal die wilde Fahrt los, ja, wenn wir ZOS 2 rausbringen, müssen wir den Support managen und wir müssen die Portierung aller unserer Programme, die genutzt werden, müssen wir dann durchführen. Dass die guten Programme auch gleich für ZOS 2 verfügbar sein werden. Gut, Oktober, haben wir mal, das geht. Okay. Noch die Zeit, wo Software noch nicht wirklich digital verkauft wurde. Ja, stimmt. Also unser Store, der ist ja quasi fast nicht ausgelastet, ne? Also digitaler Vertrieb ist ja nada, ne? Wobei wir mit unseren Aufträgen da ganz gut Geld reinholen, ne? Also man muss fairerweise wirklich sagen, also die Softwareverkäufe, die gehen ja mit einer Million zum Beispiel noch. Ja, aber wir haben halt Personalkosten, die halt schon Irrsinn sind, ja. Und was ich cool finde, ist, dass wir, also wir kriegen auf der einen Seite kriegen wir Zinsen und wir verdienen, glaube ich, noch irgendwo was bei dem Vertrieb, meine ich, oder?
Nee, warte mal, wo waren das? Wo verdienen wir noch Geld? Angebote war das da unten, genau. OS mit Auto-Update, ja. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Wir müssen dann irgendwann mal mit dem Projektmanagement anfangen. Wie gesagt, unsere Software-Schmiede ist ja noch klein. Ja, wir sind ja noch nirgendwo jetzt top Markt anerkannt. Ja, wir arbeiten ja an vielen Projekten. Jono, hallöchen erstmal. Ich wünsche dir viel Erfolg. Machen wir ein Review drauf. Fast 1000 Bucks behoben, ey. Krass, oder? Voll gut. Das wird eine solide Software, die hat richtig viel Zeit, um fertig zu werden. Wie sieht es mit einem 3D-Edit auf dem Markt aus? Nitram, das wäre eine Möglichkeit, das könnten wir uns tatsächlich mal angucken. Mai 95, ach, das ist viel Zeit. Es gibt schon, Lokinda, es gibt ein paar Patente tatsächlich auf dem Markt. Wir haben noch keins, wir kaufen uns dann irgendwann mal eine Firma an, wenn dann, wenn wir ein bisschen mehr wirtschaftliche Leistung haben. Dann werden wir ein bisschen ankaufen müssen. 9.2 ist solide für die Bürosoftware. Dafür, dass die auch im Juli dann rauskommt erst. Da ist noch viel Platz auch bis dahin. Wie viele Mitarbeiter sind es denn schon? Sehen wir das irgendwo, wie viele wir gesamt haben? Ah, warte mal, ich glaube, beim Kalender oben kann man das doch sehen, oder? Also der Höchststand ist 254 Mitarbeiter. Glaube ich, ja. Was machen die Designer jetzt eigentlich? Gute Frage, ne? Hier könnte man jetzt eigentlich mal zuweisen wieder. Was wollen wir? Wir könnten mal wieder. Was haben wir denn hier noch? Warte mal kurz. So, wir haben Z-Büro 2. Also, pass auf. Wir haben die 2D-Editor. Der ist ja unser Standard-Editor. Wir haben das Virenprogramm gemacht. Wir könnten. Eine Bürosoftware bauen wir. Einen 2D-Editor. Da sind wir halt jetzt auch so langsam dabei. Wir könnten. Wer ein Tonprogramm hat, ist bei uns auch in Arbeit. Wir könnten einen 3D-Editor bauen. Unser letztes. Haben wir schon. Wir hatten gar keinen 3D-Editor, ne? Z3D-Edit ist noch nicht am Start. Okay. Pass auf. Z. Also Z3D-Edit 1. Ein 3D-Editor. Standard bitte. Nicht intern. Auf dem Entwicklungsserver. Z3D-Frame. Wir machen gleich ein Framework drauf. Geben hier nochmal ordentlich Gas. Und machen dann hier Autobalance. Wir könnten ein bisschen auf Animation oder Modeling gehen. Wir machen mal Folgendes. Ich will mal probieren, ob wir das hinbekommen. Okay. Wir übersättigen halt sowas von krass den Markt, ne? Ich muss mal ein bisschen rumspielen, Chat. Ja, gehen wir halt schon sehr, sehr speziell. Aber das passt mir halt überhaupt nicht, ne? Animation brauchen wir noch ein bisschen. Und ein bisschen Render. Ja, okay, dann machen wir das gleich so. Wir versuchen so alle so ein bisschen abzudecken, ja. Aber so ist das halt schon irgendwie crazy, ne? Okay.
So, hinzufügen, Betriebssysteme. ZOS 2 auf jeden Fall. Wir bringen das für alle gängigen raus, weil da wollen wir tatsächlich, dass es verwendet wird. So. Preis ist 99. Kann ich da jetzt eigentlich irgendwo, warte mal kurz, kann ich hier irgendwo unseren Editor festlegen, mit dem wir den machen? Nee, ne? Die Editor kannst du nicht, also den 2D-Editor kann man nicht verwenden, um den 3D-Editor zu bauen, ne? Okay. Wir könnten natürlich Folgendes machen. Wir könnten hier noch ein bisschen runtergehen. Ah, die Haarsimulation hätte ich gerne drin. Ja, komm, wir machen das so. Wir haben genug Leute dafür. Ja, das passt. System könnte man noch was machen. Aber das passt uns nicht. Okay. Ist okay so. Ja, passt. Autobalance, ja. Ich glaube, die benutzen tatsächlich, um den zu bauen, bei Editoren probieren, die benutzen die gar nichts, sonst könntest du es auswählen. Ja. Wir bringen den auch gleich mit. Wir bringen den auch gleich für ZOS raus, als neue Software. Wir sind halt im 3D-Edit-Bereich halt völlig unbekannt. Das heißt, da stecken wir jetzt nicht extrem Effort rein. Ja, das wird halt eine coole Software, aber mehr auch nicht. Wir müssen das echt irgendwann in Projektteams umbauen. Das wird gerade, das eskaliert gerade. Erster auf dem Markt? Nee, eben nicht. Also es ist unser erster, ja. Aber wir sind natürlich da jetzt einfach Newcomer in dem Segment und da müssen wir uns erstmal eine Fanbase aufbauen. Wie gesagt, nächste Baustelle wäre mal wieder ein vielleicht nicht ganz so floppender Antivirus. So, wir haben jetzt August. Wir nähern uns jetzt langsam dem Release an. Ja, für Z Audio. Warte mal, hier nochmal ein Review drauf. Machen wir für Z-Büro nochmal ein Review drauf. Das kommt ja auch bald, ne? Juni 95 ist nicht mehr weit hin. Und März 95 ist auch nicht mehr bald hin. Also wir sind jetzt gleich, wir hauen heute richtig, wir hauen jetzt so bald richtig raus, ne? Stimmt, den Z2D könnten wir, Pyro, den könnten wir auch tatsächlich nochmal erneuern, ne? Der ist vor allen Dingen auch bekannt. Nicht so heftig bekannt, also dass wir Millionen davon verkaufen, aber immerhin. Solide, passt. Machen wir noch ein bisschen verbessern noch. Nee, wir entwickeln nur einen 3D-Editor, aber keinen 2D-Editor. Den haben wir keinen neuen in der Entwicklung gerade. Könnten wir aber nach dem einfach mal reinschmeißen. Also ein Z2D quasi eine Neuauflage wäre denkbar. Ja, gut, der ist von... Guck mal, der Z2D Edit 1, ja, den benutzt auch fast kein Mensch mehr. Der ist halt von 86, der ist schon fast 10 Jahre alt. Lokinder, du brauchst für selber forschen extrem viele Leute. Und vor allem auch sehr hochlevelige Leute, damit das klappt. Und du musst eigentlich die ganze Firma drauflegen. Zumindest bei unserer Größe noch. Okay, leere Hände, unsere Security war gut. Oh, da fällt sogar noch ein bisschen Kunst hier drauf, ich werde verrückt. 1000 Bucks behoben, okay, also im Oktober, das wird gut. Könnte man noch eine Presseversion rausgeben? Okay, Presseversion geht raus von Z-Audio. Weil da verlieren wir nämlich jetzt auch gerade von unseren paar Followern verlieren wir auch ein paar.
Das sollte man vielleicht vermeiden. Gerade vor jetzt so langsam kommt da ein schöner Release raus. Die Pressemitteilung wartet auch schon auf Release, also auf Veröffentlichung. Die hauen wir dann so einen Monat vorher, würde ich sagen, geben wir die raus. Oh, also jetzt dann. Warten wir vielleicht noch einen Tag. Ist bereit, uns Z-Audio 2 zu zeigen. Ist noch nicht so lange her, seitdem sie das letzte Mal versucht haben. Okay, wir übertreiben es gerade ein bisschen. Noch nicht wirklich von Audio. Es sieht toll aus und hat alle neuen Funktionen. Es wird jeden Moment veröffentlicht sein. Geil. Warten wir jetzt nochmal so ein, zwei, drei Tage und dann hauen wir die Pressemitteilung raus. Wir bauen schon langsam Follower auf. Also wir bringen den Hype schon rein. Und auf den ich würde sagen, an Tag 3 oder 4 starten wir dann nochmal mit unserer Pressemitteilung durch, damit wir hier einfach nochmal ein bisschen was mitnehmen können. Damit wir so ein paar Leute dafür mobilisieren können. Also ich bin gespannt, Freunde. Ich bin gespannt, ob das jetzt diesmal gut wird. Wir haben noch 15 Millionen auf dem Firmenkonto. Wie viel Geld haben wir noch auf der Bank? Ja, das ist ein bisschen haben wir auf der Bank, ne? Also da brauchen wir uns 160 Millionen, da brauchen wir uns jetzt noch nicht verstecken. Im Dezember 95 gibt es da auch eine Auszahlung und da sind schon ein paar Millionen Zinsen angelaufen. Das ist okay. Das ist okay. So. Warten wir noch ein bisschen. Wie gesagt, der Release von Z-Audio 2. Was war unsere letzte Audio-Software? Sagt uns das mal schnell. Z-Audio 1, Tonprogramm, haben wir einen Gewinn von 19 Millionen damals gemacht. Ist okay, ne? Wir haben noch 7000 davon auf Lager. Warte mal, Z-Audio 1, echt jetzt? Ne, okay, da sind im Handel noch verfügbar, aber kauft da keiner mehr. Höchstens noch für die Nostalgie-Vitrine. Ah, da gehen wir schon in die Wiederholung 2 rein. Im Design, das ist gut. Wird immer noch mal überprüft alles. Ich bin gespannt. Ah, noch nicht ganz. Mühe fehlt noch. Wie schaut es jetzt da aus? Kriegen wir dann neue Follower rein? Nein, ne? Doch ein bisschen. Es geht noch ein bisschen. Ganz langsam geht es noch rauf. Ja, Gamer, du hast es geschafft, würde ich sagen. Aus der Mine rausgekommen, aus der Chatmine. Sehr gut. Okay, wir verlieren mit ZOS jetzt langsam Leute. So, wir haben jetzt 3. Dann würde ich sagen, veröffentlichen wir unsere Ankündigung hier. So, sie haben bereits mit der Arbeit an Z-Audio begonnen. Das ist top aktuell. Sie veröffentlichen ein Video mit Pressemitteilung. Das hört sich großartig an. Es ist geplant, Oktober 94 freizugeben. Yes! Das war jetzt das Richtige, oder? Audio, ja genau. Also ist jetzt nicht mit den Followern, ist jetzt schon ein bisschen. Ja, wir müssen das auf jeden Fall porten. Das ist jetzt anders als mit dem 3D-Editor, da das jetzt quasi, der kommt ja jetzt relativ zu, der wird jetzt recht schnell durchprogrammiert sein. Ja, das wird, denke ich, jetzt keine große Geschichte werden. Bin gespannt. Z-Audio 2. Wir werden ungefähr 1 Million bei Z-Audio an Werbebudget einplanen. Ich denke, das ist in Ordnung. Das müsste passen. Gibt es wieder eine Prognose, wie es ankommt? Das würde ich beim OS dann machen. Ich glaube, beim OS passt das besser, oder?
weil das OS kommt ja jetzt dann auch bald. Das ist ja im Prinzip in einem halben Jahr auch draußen. Da würde das tatsächlich interessant werden. Patzi, das können wir eigentlich auch machen, oder? So eine kleine Prognose, wie unser Betriebssystem, unser neues, ankommt. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So, wir haben Oktober. OS mehr als erwartet. Meinst du, Nitra? Meinst du wirklich, dass das Betriebssystem diesmal richtig der Durchstart wird? Also ich meine, wir sind nicht schlecht in dem Bereich, ja, aber wir sind halt auch nur ein Stern, ne? Oh, die Bürosoftware wird gerade massiv abgewertet. Da verlieren wir richtig Follower gerade. 10 von 10, sehr geil. Ja, Patzi, da hau mal eine Vorhersage raus für ZOS 2. Ob das klar geht, das Ding, oder ob das eher ein Ladenhüter wird. Das ist die Frage, ne? Ich würde gerne mit Z-Büro dann noch fertig werden, aber ich würde sagen, jetzt hauen wir erstmal Z-Audio 2 auf den Markt. Ja, schmeißen das raus und gucken, was passiert. Support für Z-Audio. Kommt hier oben hin. Da sind die ganzen Support- und Debug-Teams drauf. Die Programmierer schmeißen wir raus. Die Programmierer dürfen jetzt beim OS mitarbeiten. Welche waren das jetzt? Die Einser, oder? Ne, die Zweier. Hab ich das schon gemacht gehabt? Nee. Okay. Dann können wir da hier nochmal ein bisschen mehr Leute draufpacken. Okay, ich hoffe, es kommt gut an, Freunde. Mit Zwergtalern oder mit Kanalpunkten? Vergiss den Port nicht, ja! Stimmt! Müssen wir sofort startklar kriegen. Z-Audio. Da weisen wir alle Teams drauf zu. Und zwar aufs ZOS gleich drauf porten. Und wir werden hier mal ganz kurz abgraben. Ah, jetzt geht das mit dem Port. Das ist ja cool. So, die dürfen jetzt mehrfach arbeiten, dann lernen sie. Also mit dem Port, glaube ich, geht das relativ gut mit dem Skillen auch von unseren Leuten. Vorhersage mit Kanalpunkten. Meine Lieben, ihr könnt jetzt eure Kanalpunkte auf den Kopf hauen, Freunde. Okay, mal gucken, was Parzibert draus gemacht hat. Ich schau mal schnell. Geht ZOS 2 durch die Decke? Ja, absolut, oder? Nö, Ladenhüter, das ist die Frage. Und ihr könnt eure Kanalpunkte investieren im Chat, indem ihr unten auf eure Kanalpunkte klickt. Und dann könnt ihr da eben reinbuttern, wenn ihr das wollt. Da sind auch schon ordentlich Punkte drin. Die Verlierer zahlen die Gewinner aus danach. Die Quoten werden also gut. Also die Ports laufen gerade. Das ist halt super wichtig, dass das Ding abstartet ohne Ende. So, im März hier eine Pressemitteilung. Jo. Das heißt durch die Decke. Ich sag mal so, damit wir es fair verteilen können, wenn das Projekt seine Kosten reinholt, wir reden hier von ZOS 2, ja, das ist jetzt hier noch nicht drin. Hier wird ja immer der Gewinn kalkuliert, ja. Und wir haben die letzten Software, die wir rausgehauen haben, gut, die war ja intern, ja, die hat jetzt hier 8 Millionen gekostet. Und da ist natürlich jetzt schon die Frage, wir haben aktive Nutzer auf Support für Z-Audio 2, haben wir halt nicht viele. Warte mal ganz kurz, Markt, Budget. Ich gebe mal 1 Million aus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jo, ab dafür. So, wir machen Budget rein. Also ich würde sagen, wenn das, sagen wir, als durch die Decke erfolgreich, machen wir das oder sagen wir, es ist das, sobald es gut ist. Ja, sobald wir im Plus sind mit unseren Kosten. Mal gucken wir nach dem Erfolg. Es ist ja relativ einfach absehbar. Guck mal, wenn ich jetzt hergehe und sage Z-Audio und schaue mir hier die Einzelheiten an. Ja, dann sehe ich irgendwann, wann es hochgeht und wann es runtergeht. Und irgendwann verdient das dann auch nichts mehr. Also es ist relativ schnell ersichtlich, ob wir hier Minus draufhauen oder ob das Plus wird. Es wird spannend.
Am Ende des Tages wird natürlich der Stream, ich würde sagen, am Ende des Streams schauen wir rein. Wenn es plus ist, ist gut. Wenn es gut läuft, kriegen wir das auch relativ gut hin. Ja? Wir machen jetzt auch ordentlich Werbung und es verkaufen sich auch schon etliche Kopien hier. Was wurden da eigentlich geschrieben? Review für Z-Audio 2. Z-Audio ist ein Nachfolger des hoch angesehenen Z-Audio 1, aber es ist nicht so gut. Z-Audio 2 wurde veröffentlicht und und sie sind in der Branche bereits gut bekannt. Wir haben den Knüller. Okay. Ruf von Z-Soft eilt ihnen voraus. Aber niemand kennt sie auf dem Audiomarkt. Z-Audio 2 ist extrem gut zusammengebaut. Wir können uns gar nicht mal vorstellen, wie kompliziert das hinter den Kulissen sein muss. Und es läuft sehr flüssig. Es gibt so viel zu erleben und es ist schön anzusehen. Denken Sie daran, dass Fancy Trip derzeit Amp Pro auf dem Markt hat und was Interesse beeinträchtigen könnte. Es gibt im Moment wirklich keinen Markt für dieses Produkt. Sie werden es portieren müssen. Abschließend, sie investieren viel in Arbeit in Z-Audio 2 und das zeigt sich wirklich. Es ist, werden sich voraussichtlich kaum Exemplare verkaufen lassen. Sie sollten ihr Marketing verbessern. Sie müssen sich auf diesem Markt noch einen Namen machen und hoffentlich wird dieser Release dazu beitragen. Es gibt niemanden, der es kauft. Hoffentlich portieren sie es. Ja, wir sind ja dran. Wir portieren gerade, wir Weltmeister. Auf die ganzen Großen. Der Tod, grüß dich, hi! Ja, wir müssen mal gucken, dass wir das hier schnell hinbekommen, weil ansonsten geht das Ding hier halt voll in die Binsen, ne? Aber jetzt warten wir erstmal ab. Das muss nicht von alleine jetzt erstmal laufen. Aber unser ZOS ist halt wichtiger. Alles andere ist völlig egal, solange ZOS läuft, bin ich happy. Z-Audio 2 hat 1400 aktive Nutzer, das ist halt echt bitter, ne? Das ist halt richtig bitter. Aber wir bauen ein leichtes Interesse auf. Spürbarer Vertrieb ist jetzt drauf. 18.000, wow, okay. Okay. Ich lasse euch mal das hier eingeblendet, das ist jetzt wichtig. Killer9, dankeschön für den 17. Monat, Alter. Vielen Dank dir. Weiter so, Zwerg, dankeschön. Ey, wir sind halt von 95.000 auf 1 Million hochgeschossen. Ausrufezeichen Hype für Killer9 bitte noch. Hau mal raus den Support, Freunde. Okay, da war es nämlich. Die Portierung ist durch gewesen vom ersten Projekt. Zunächst portieren, machen wir auch noch. Und dann geht das mit Sicherheit jetzt gleich Knülle hoch. Warten wir mal auf 0 Uhr und schauen mal, was geht. Ja, Pyro, ich wollte mal testen, ob das eine Auswirkung auf unser Betriebssystem hat. Wir meinen, für unser Betriebssystem machen wir sowieso immer alle Ports, ja? Also, es gibt... Unser Betriebssystem wird immer geportet werden. Also auf unserem Betriebssystem laufen alle unsere Produkte natürlich. Ja, egal, ob da 5 Leute drauf sind oder nicht. Das ist mir egal. 2 Millionen, ja, jetzt, ne? Jetzt werden wir mal gucken, ob er da ein bisschen... Ja, jetzt sind wir nur noch 6 Millionen im Minus. Also das Z-Audio könnte sich gut verkaufen. Gibt es jetzt für 2 Betriebssysteme schon, also für ZOS und für Inside. Mal gucken. Also wird es zunächst portiert. Okay, wir sind jetzt hier durch. Wir machen nochmal ein letztes... Ach, weißt du was? Lass es mit dem Review. So. Wir werben weiter. Das heißt, wir gehen hier in die Beta rein. Bei Z-Büro. Wir müssen unbedingt diesen Negativtrend aufhalten. So, wir machen mal... das Release-Datum haben wir bereits angekündigt, glaube ich. Presseversion geben wir hier auch raus. Von Z-Büro. Damit wir hier ein paar Follower kriegen. Das ist Code Blue, das ist es noch nicht. Wir reden hier von ZOS, das ist noch nicht veröffentlicht bei der Kanalabstimmung. Und da geht es wirklich darum, machen wir mit ZOS 2, machen wir damit Plus? Kriegen wir da Geld rein? Das wird es relativ schnell entscheiden. Aber wir verdienen hier tatsächlich gut Geld, das kann man jetzt nicht anders sagen. So,
Vorveröffentlichungstest von ZBüro 4. Wir haben ZBüro 4 von Zwergsoft in die Hände bekommen. Es könnte ihre Zeit wert sein. Wir haben noch nicht wirklich von ZBüro 4 gehört. Es mag vielleicht der neue große Hit sein und es hat alle neue Funktionen. Es sollte im Juni 95 veröffentlicht werden. So schaut's aus, Freunde. Hoffentlich bringt das diesen Negativtrend raus. Wir müssen das ZBüro 3 hier durchaus wegbekommen. Das hat noch 27.000 aktive Nutzer. Die freuen sich, wenn da was Neues kommt. Ups and the downs, my heart will never stray.